Ja, was gibt's zum Essen? Zwei kleine Muffins. Das, ich weiß immer noch nicht, wie dieses Ding hier heißt. Ein Schokoriegel, Müsli und Pancakes. Ich muss mal sagen, das ist das mit Abstand beste Frühstück, das wir hier in einem Hotel oder einem Motel morgens bekommen haben auf dieser Reise. Echt super. Sogar mit Himbeeren als Topping und Blaubeeren für die Pancakes. Und Erdbeeren. Erdbeeren auch? Ja, habe ich doch drauf. Du hast Erdbeeren, achso, okay. Tatsächlich. Also Wahnsinn. Also richtig angenehm auch hier. Mit bester Aussicht auf die Berglandschaft hier. Und wie es in den USA nun einmal so ist, man gerät schnell in ein Smalltalk und sowas auch beim Frühstücken. Wir haben eine Frau kennengelernt, die heißt Tammy. Und man merkt natürlich, wir sind Touristen und ja, die sind alle so gutherzig dort. Und sie hat uns ein paar Sachen gezeigt, also vorgeschlagen, die wir hier in der Nähe besuchen können. Und unser nächstes Ziel, welches wir ja anreisen werden, war auch ein Vorschlag von ihr. Frühstück ist beendet, hat sehr lange gedauert. Wir haben noch eine nette Person kennengelernt, eine Frau, die mich eigentlich gefragt hatte, ob der Cranberry-Saft schmeckt, wie er schmecken soll. Ich habe natürlich nicht gewusst, ich weiß ja nicht, wie echter Cranberry-Saft schmeckt. Und so kamen wir ins Gespräch und eigentlich wussten wir gar nicht, was wir hier in dieser Gegend machen sollten. Und dann hat sie uns diverse Tipps gegeben. Ja, sie hat uns quasi nicht nur jetzt eine neue Reiseroute mitgeplant, sondern sie hat uns jetzt noch eine Playlist gemacht. Die hat uns richtig viele Musiker und Songs da gezeigt. Haben wir auch alles fotografiert, weil wir können uns natürlich das alles nicht merken. Es sind auch so viele, also das ist halt das, was auch in Deutschland fehlt, diese netten Gespräche. Das Ding ist so, für die ist das hier alle normal so, ne? Aber das ist wirklich, die hat auch gemerkt, dass für uns was Besonderes ist und die hat auch ein ganz bisschen Deutsch gesprochen, ja, weil ihr Sohn 5 Jahre lang in einer deutschen Schule war, ja, also in Deutschland. Nee, nicht in Deutschland. Nicht in Deutschland? Ich glaube nicht. Er hat mir gesagt, er hat nicht in Deutschland gelebt. Habe ich auch nicht genau verstanden. Man versteht eben nicht immer alles, aber jetzt haben wir auf jeden Fall ein neues Ziel bekommen. Wir wussten gar nicht, was wir hier machen sollten in dieser Gegend, in North Carolina. Ja, wir fahren jetzt... Eine Stunde haben wir jetzt Fahrt, ja, und wie heißt nochmal, wo es hingeht? Mitchell Mountain, und ich wusste jetzt nicht, ob wir dann noch, der in der Nähe liegt, den Grandfather's Mountain besuchen. Ja, müssen wir mal sehen, wie wir das schaffen. Auf jeden Fall geht's erstmal jetzt on the road again. Ja. Ja. Schon sind wir im Auto und das ist der Grund, warum wir oftmals nicht so gerne auf der Interstate fahren, weil, also Interstate, da sieht man auch oft sehr schöne Landschaften, aber manche Sachen sind einfach nur, da ist einfach eine Straße und hier hast du viel Grün um dich rum, dafür ist das Dach hier oben auch ganz gut. Also es ist wirklich sehr schön, man hat überall dieses Grüne um sich drum. Wir fahren jetzt den Blue Ridge Parkway entlang. Das habe ich auch schon gelesen, das soll eine der schönsten Straßen sein hier in dieser Gegend, durch tolle Landschaften. Und die liegt auf dem Weg zu diesem Mount Mitchell, wo wir hinwollen. Also wir fahren auf diesem Parkway entlang zum Mount Mitchell. Da haben wir also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, was ich eigentlich auch machen wollte heute, was ich so gelesen hatte. Und ich muss schon sagen, die ersten Meter schon hier, richtig schön mit Wald, richtig klasse. Was soll man was sagen? We'll be right back.
So, jetzt sind wir hier auf dem höchsten Punkt vom Mount Mitchell angekommen, auf einem Observation Tower. Und was erwartet uns hier? Eine fantastische Aussicht auf die Bergwelt. 360 Grad. Man weiß gar nicht, wo man zuerst hingucken soll, wie das so im morgendlichen Dunst noch alles steht. Also wirklich fantastisch. Ja, krass, wie weit man eigentlich gucken kann. Und hier sieht man auch wirklich, wie rund die Erde ist. Also wenn das einer sieht, der behauptet, die Erde sei flach, dann ändert er, glaube ich, ganz schnell seine Meinung. Wir haben hier jetzt einen Trail gefunden, der Balsam Natural Trail heißt, glaube ich. Ja, war ja, wenn es so anstrengend sein soll, vor allem von hier, wie es aussieht, oh nee, ich nehme es zurück. Es geht nicht nur bergab, es geht da vorne auch wieder ein wenig bergauf. Es wird aber kein Problem sein, weil wenn es ja so einfach zu machen wäre, würden wir es ja auch gar nicht machen. Man soll hier zur Ruhe kommen, wurde vorne geschrieben, man soll auf die Gerüche, auf die Geräusche achten. Das machen wir jetzt mal. Ja, dann halt doch mal die Schnute. Wurzeln, die aus dem Stein rauskommen.
Ja, das ist wirklich mal ein ganz toller Wanderweg, finde ich. Nicht so anstrengend bei der Wärme. Hier ist auch allgemein etwas kühler, weil wir ziemlich weit oben auf dem Berg noch sind. Ja, wenn man nicht andauernd spricht, so wie ich, es ist hier richtig still. Man hört vereinzelt mal so einen Vogel piepsen. Ich muss schon aufpassen, wo man hintritt hier. Und dann, das ist eine angenehme, schöne Sache. Ja, Johnny, der ist da hinten am Rumstolpern, schon das zweite Mal. Ja, viele kommen ja auch mit dem Wohnmobil her und hier kennen wir oder sehen wir ein Wohnmobil. Das ist ganz toll gestaltet und zwar mit einer Gegend, wo wir auch schon mal gewesen sind. Ja, und es handelt sich um den Arches National Park in Utah. Und ich würde sagen, wir verziehen uns mal lieber, weil ich glaube, die Eigentümer kommen. Das macht nichts. Das Zelt kann man auch mieten übrigens. Wenn jemand kommt, sind es nicht die Eigentümer und die, die gekommen sind, die waren es nicht. Und ich glaube, auch die Eigentümer hätten nichts dagegen, wenn man das mal abfilmt.
Ja, wir befinden uns hier gerade an einer Picknick-Area an einem Tisch mit super Aussicht auf die Berge. Und was machst du da, Stefan? Ich plane gerade mal und gucke mal, wie wir unseren Roadtrip am besten abschließen können. Also wir müssen heute Abend noch eine Location finden. Wir haben uns jetzt für South Carolina entschieden. Und da gebe ich jetzt mal den Ort Rock Hill ein. Der ist, was ist der noch weg? 2 Stunden und 29 Minuten. Das wäre schon eine ganz gute Sache. Und dann geht es wieder zurück morgen in Richtung Atlanta. Und übermorgen geht es zurück in Richtung Bremen. Aber das haben wir noch nicht zum Glück. Erstmal geht es Richtung Amsterdam. Wir fliegen ja über Amsterdam nach Bremen. Ja, das stimmt. Aber noch haben wir ein bisschen hier diese tolle Natur. Es ist echt ein Wahnsinn. Also habe ich nie mit gerechnet, dass das so schön ist hier in diesem Bundesstaat. Ja, und ich würde mal sagen... Auf Blue Ridge Parkway nach Osten starten. Ja, das haben wir jetzt vor. Seit einer halben Stunde in South Carolina und seit einigen Minuten in Rock Hill. Da, wo wir hin wollten, was wir so mal als schnelles Ziel in South Carolina eingegeben haben. Ja, und was ist jetzt geplant? Das nächste Ziel ist in 6 Minuten ein Texas Roadhouse. Da haben wir schon mal gegessen und es hat köstlich geschmeckt. Und da wir heute nur gefrühstückt haben und es inzwischen 14.30 Uhr ist, drückt der Hunger. Und ja, ist auch so. Ich habe also wirklich, ich könnte die ganze Speisekarte verschmausen. Also ich habe wirklich richtigen Hunger. Du auch? Ja, so ein bisschen habe ich auch. Achtung, wackelt. Ach, nee. Boah, ich dachte schon, jetzt fahren wir irgendwo rein. Nein, so schlimm ist es auch nicht. Aber der Verkehr, muss ich mal sagen, seit einer halben Stunde ungefähr, das ist hier der Wahnsinn. Jetzt ist natürlich alles hier gerade frei. Das ist ja schöne rote Büsche am Straßenrand. Aber nee, wenn wir zum Beispiel mal wenden müssen, ist der ganze Verkehr voll, dass man angehupt wird und dann... Ach. Ja, das Wenden war eben ein bisschen kriminell, weil wir zu dem Texas Roadhouse kriminell wollten. Kriminell. Ja, fast. Ja. Naja, ich glaube, wenn wir erwischt worden wären, wären wir sauber aus der Sache rausgekommen, da das... Navi uns so gelotst hat. Nein, da war ja auch so eine Abbiegespur, aber weil der Typ auch hinter mir so dicht aufgefahren war und wir in einem Tempo waren, an der Höchstgeschwindigkeit, die hier erlaubt war, 45, naja, und er mein Blinken vielleicht nicht gesehen hat. Dann ist er doch das Ja. Wie auch immer, wir haben jetzt Hunger und wir sind gleich in wie vielen Minuten? 4 Minuten beim Texas Roadhouse. Diesmal haben wir da vielleicht gelernt, dass man nicht sich zu viel bestellt, wie letztes Mal. Ja, da hat nämlich der Stefan die Pommes liegen gelassen. Ich auch. Ja, das Handy sagt geöffnet, Texas Roadhouse sagt geschlossen. Müssen wir uns was anderes zum Essen suchen, aber langsam schnell. Aber langsam schnell, geht das? Wie geht das denn? Ja, langsam schnell. Ja, dann schwing dich ans Navi und such was. Den Parkplatz abbiegen. Da vorne, das. So, ich glaube, wir haben sogar was Besseres gefunden. Wir haben ein Longhorn Steakhouse gefunden. Das wurde mir schon mal vorgeschlagen. Dann haben wir auf dem Weg was Schnelleres gefunden, weil der Hunger sehr groß war. So groß, wie er jetzt mindestens auch ist. Und jetzt können wir zum Longhorn Steakhouse. Und auf dem Bild war ein richtig fetter Burger abgebildet. Ja, habe ich noch nicht gesehen, keine Ahnung. Ich hatte mich hier auf den Verkehr versucht zu konzentrieren. Jetzt sind wir endlich da. Das brauchst du nicht machen, machen die Amis hier ja auch nicht. Ach doch, hier macht das jeder. So, dann wollen wir mal. Restaurantstil, den ich mir für USA immer wünsche. Alles so auf Western-mäßig gemacht. Überall hängen hier Cowboy-Boots rum und Bilder und Gewehre. Und es gibt erstmal neben Dr. Pepper, eisgekühlt, leckeres Brot. Warmes Brot als Starter. Total lecker.
Ja, was haben wir zum Essen bestellt? Zweimal das Longhorn heißt das. Und das ist ein Steak. Das teuerste Steak im Laden. Nach dem wurde der Laden auch benannt. Longhorn Steakhouse. Und ist mein erstes Steak, glaube ich. Aber man muss es nur mal ausnutzen, wenn man hier noch die letzten Tage hat. So, sieht ja schon mal köstlich aus. Besser als das. Und dann auch noch für John das erste Mal, dass er ein Steak isst. Gleich vom Feinsten in Amerika wahrscheinlich. Also, jeden Amerika-Urlaub gibt es was Neues. Beim letzten Urlaub waren es die Shrimps, jetzt ist das Steak. Das ist, glaube ich, das Beste, was ich je in meinem Leben gegessen habe. Was Fleisch angeht, das ist echt geil. Boah. Oh. Entschuldigung, aber das ist kein Wunder bei dem leckeren Essen hier. Und hab ja auch schon mein Getränk geleert und warte gerade auf mein neues. Morgen geht es dann nach Atlanta zurück, wie gesagt. Das sind dann ungefähr noch 4 Stunden Autofahrt. Und gucken wir uns mal irgendwas noch an zwischendurch. Ja, das kann man mal machen, so ein geiles Steak. Also muss ich echt mal sagen, also das ist wirklich gut. Ja, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Es schmeckt einfach perfekt und genau das ist der Grund, warum ich wirklich niemals vegan leben könnte. Weil ich könnte niemals auf so einen Geschmack verzichten. Das ist... Oh. Blumentour. Kurzen Moment. So, los geht's mit dem Badezimmer. Ja, alles ziemlich gewöhnlich. Toilette, Badewanne, Waschbecken und Spiegel. Dann geht's durch den Flur, am Kühlschrank vorbei. Zum ersten Queen-Size-Bett. Oh. Oh, ganz in Ordnung. So weich ist das Bett diesmal irgendwie nicht. Man hört es auch ein bisschen. Dann haben wir hier den Fernseher, die Arbeitsfläche, das nächste Queen-Size-Bett. Noch so ein... Der ist auch nicht so weich, der Stuhl. Auch gemütlich. Oh. Das wär's gewesen. Das Ziel befindet sich links. Ziel erreicht. Ja, darf ich vorstellen, Downtown von Hill Rock. Also ich hätte jetzt gedacht, hier geht ein bisschen mehr ab, aber es ist mehr so eine ja, klein gemütliche Stadt. Eigentlich sehr schön, aber nur wenn man hier wohnt, weil ja, für Touris wie uns gibt es hier eigentlich recht wenig. Also es sind halt nur die nötigsten Sachen, die man braucht, um hier zu leben. So scheint es zumindest, aber so ist das vielleicht das normale Leben. Also, ja, hier ist es normal einfach so, mehr für die Bürger, genau. was so selbstverständlich ist. Also schön hier, aber ein paar Mal durchgefahren zu sein, reicht. Ja, wir haben also jetzt diesen Ort haben wir sowieso nur so durch Zufall genommen, weil er eben in South Carolina war und ich da gerne hin wollte. Und ja gut, haben wir halt einen Ort erwischt, der zwar alles hat, von der Schule, Kirche, alles da. Ist auch flächenmäßig richtig groß, das Ganze. Aber für mich hat sich hier eben noch nichts ergeben, dass ich mir angucken muss. Auch hier ein riesen Springbrunnen, das könnte man, da können wir mal aussteigen. Das machen wir jetzt mal. Oh ja, das gucken wir uns von der Nähe an. Ja, günstige Perspektive zum Film gefunden von hier, weil als ich auf der anderen Seite stand, da hat man die ganze Zeit Wasser abbekommen. Wie es scheint, verändert sich der Springbrunnen auch, denn jetzt ist er nicht mehr so hoch. Ja, ganz nett. Also die haben hier so einen kleinen, na, ein Park ist das nicht, aber Springbrunnen, bisschen Wiese, bisschen Büsche, paar Bänke, ganz nett.
wir haben jetzt doch noch mal hier irgendwo angehalten. Wir hatten irgendwie Hunger auf Eis. Ja, ich habe natürlich ganz vergessen, ich habe jetzt das zweitgrößte genommen, was es gab. Und es ist natürlich ein riesen Eisbecher geworden, den ich wohl nicht schaffen werde. Eine Portion kostet $7. 20. Und ich habe mir, wie heißt das nochmal, Mint, Strawberry und Chocolate genommen. Ich werde meins auf jeden Fall schaffen. Ich habe auch die größte Portion. Zweitgrößte. Die größte kostet $8.20. Ach so. Kann sein. Auf jeden Fall, ja, warum haben wir Hunger auf Eis bekommen? Der Springbrunnen hat uns wohl zu sehr an Celebration erinnert, die Disney-Stadt. Und dort haben wir auch ein Eis verspeist. Stimmt, dann habe ich dran gedacht. Daher kommt der Hunger auf Eis. Das ist richtig. So, bevor es schmilzt, es fängt schon an. Hier schon ein Tropfen. Guten Appetit. So, ich muss sagen, ich gebe auf, ich schaffe es nicht. Schade um das Eis. Ja, was soll ich sagen? Einen wunderschönen guten Morgen aus South Carolina. Ich blicke hier auf die aufgehende Sonne. Es ist 7:15. Man muss wohl diesen Anblick genießen und auch die Klimaanlage, die jetzt hier gerade anspringt. Denn wie ich gesehen habe, in Deutschland oder in Bremen speziell, da ist es nicht sommerlich. Da ist der Sonnenschein wohl eher eine seltene Angelegenheit. Darum genießen wir heute nochmal den Tag so richtig. Wir fahren heute in Richtung Atlanta, wo wir morgen abfliegen werden nach Deutschland wieder. Haben aber dafür jede Menge Zeit, und zwar den ganzen Tag, und werden nochmal gucken, was wir so unterwegs machen können. So, Johnny, alles fertig? Ja, bin ich. Ich habe gerade gedacht, dass Stefan mit Simone telefoniert hat. Und deshalb habe ich nicht wirklich ganz zugehört, aber ja. So, was man hier hört, schaut mal übrigens, was passiert. Ja, ein bisschen. Was ich sagen wollte, was man hier hört, das ist die Eismaschine. Leider haben wir unser Zimmer in der Nähe dieser Eismaschine gehabt und somit dieses wundervolle Geräusch dann öfters gehört. So. Jetzt gehen wir erstmal in den Fahrstuhl rein, bringen unsere Koffer zum Auto und dann gibt es hier ja noch ein Frühstück im Comfort Inn. Wollen wir mal gucken, wie das ist. Er hat hier gesagt, da muss ich nichts mehr bei zuführen. Ja, musst du nicht. So, wollen wir gucken. Schon waren wir drin. Übrigens ein ThyssenKrupp Elevator. Das ist schon wieder Wahnsinn. Man kann es gar nicht oft genug sagen, wie warm das ist. Eine richtig feuchte Luft. Aber schön, ich will nicht meckern. In Bremen erwartet uns was anderes. Ein ganz anderes Klima. So, Koffer rein und dann gibt's Essen. Frühstücken ist jetzt angesagt. Stefan setzt sich hier gerade an den Tisch. Ich kann es mal zeigen. Und hat eine köstliche Waffel. Hier ist sie. Genug geredet. Bei mir gibt es Joghurt. Ich finde die Konsistenz vom Joghurt hier richtig geil. Oh, und Stefan hat mir einen Orangensaft mitgebracht. Nein, das ist für mich, ne? Ja, weil du so alles auf meiner Seite bestellt hast. Na gut. Und
Na, keine Ahnung, ich weiß immer nicht, was das für Joghurtmarken sind. Das gibt es nur hier. Auf jeden Fall, die Konsistenz vom Joghurt ist hier in Amerika um einiges besser als in Deutschland, meiner Meinung nach. Und was ich gerade gesehen habe, es gibt hier, ja, das ist typisch Amerika, muss ich mal gleich probieren, dieses normaler Waffelteig, es gibt den auch schon mit Blueberry-Flavor. Bin ich sehr gespannt drauf. Wenn es gefüllt ist da im Automaten, muss ich gleich mal gucken. Ich habe gerade gehört, falls jemand Muffin essen möchte, vielleicht auch du auch, die sind ein bisschen kalt geraten, weil die gerade aus dem Gefrierschrank gekommen sind oder sowas. Mhm. Ja, ganz normale Donuts. Stefan wurde darauf hingewiesen, dass die gerade aus dem Gefrierfach kommen. 5 Minuten später habe ich mir halt welche geholt. Sind dann dementsprechend auch noch kalt. Was mich überhaupt nicht stört, weil die leckersten Donuts, ich weiß, es sind Muffins, ich rede auch von Donuts jetzt, die leckersten Donuts, die ich je gegessen habe, habe ich tatsächlich bei so einem Aldi geholt. Und die waren auch noch im Gefrierfach. Und die habe ich gefroren gegessen und das war übelst geil. Und genauso ist es bei den Donuts auch. Also mich stört es nicht. Bei den Muffins? Bei den Muffins. Überhaupt nicht schlimm. So, und ich werde jetzt mal meine Blueberry-Waffel probieren. Guck, da würden sich auch viele beschweren, dass das mit Messer und Gabel ist. Messer und Gabel deshalb, weil ich da Sirup aufgekippt habe. Und wenn ich das anfasse, dann kleben meine Hände. Und ich müsste mir aber die Hände wieder waschen. Ja, naja gut. Ist schon klar, wenn Blueberry-Flavor draufsteht. Schmeckt auch so, aber es schmeckt echt gut. Ja, und schon sind wir wieder unterwegs und wir haben jetzt als Hauptziel Atlanta eingegeben und gucken einfach unterwegs oder falls wir doch früher ankommen sollten, wir gucken einfach auf dem Weg insgesamt, was so im Umkreis so an Aktivitäten zu machen ist, ob es einen Nationalpark gibt und um erstmal zu fahren, brauchen wir natürlich Benzin. Was hängt denn hier für ein Teil überhaupt an der Scheibe zum Trocknen? Komisch, komisch. Ja, mein T-Shirt, weil da war von dem Preisschild so ein komischer Kleber irgendwie über das ganze T-Shirt verteilt und habe ich rausgewaschen und jetzt muss es trocknen. Ups, so, Tank ist voll. T-Shirt ist auch gleich trocken, kann er gleich anziehen und dann geht's weiter. Wohin hat John das schon erzählt? $31, das war unsere teuerste Tankrechnung. Der Tank war auch fast leer. Aber es ist trotzdem noch im Rahmen. Aber global wird die Erde natürlich immer wärmer, immer heißer. Ja, wir hören ja gerade mal unseren Heimatsender Radio Bremen, um uns schon mal auf die dortigen Gegebenheiten einstimmen zu können. Wie zum Beispiel graue Wolken. Ja, das Ganze war ein bisschen einfacher gedacht, hier muss ich mal sagen, die Fahrt heute. Ich dachte, wir könnten mal so irgendwo anhalten und uns was angucken, aber bisher kam nicht ein einziger Hinweis auf irgendeine Sehenswürdigkeit. Jetzt sind wir schon knapp 150 Meilen vor Atlanta. Ich hoffe, es kommt noch was. Was ist hier im Radio? Achso, Musik, okay. Ja, wir werden mal Nachrichten hören, was in Deutschland so los ist. Und wir hoffen immer noch weiterhin, dass wir noch was finden, wo wir anhalten können, dass wir durchfahren. Ansonsten, ich habe gehört, wenn wir nach Atlanta kommen, da soll es ein Coca-Cola-Museum geben. Wir waren schon da. Ja, wir waren schon da, genau.
So, doch noch geschafft, von der Interstate abzufahren. Hier ist ein State Park. Ich habe jetzt gerade vergessen, wie der genau heißt. Auf jeden Fall ist hier ein Lake, ein See. Und wir haben eine Picknick-Area entdeckt. Und wir haben jetzt endlich noch mal die Chance, unsere Familienpackung von diesen Cheese... Wie heißen die? Ich glaube Bagels, ja. Bagels, Nacho, Cheese, Family Size aufzuessen. Ja, und da gehen wir jetzt noch mal richtig an so eine Bank ran hier, direkt am See.
Stefan scheint die Drohne nichts wert zu sein, dass er mich daran lässt. Ich wurde förmlich überredet. Ohoi, oi, oi. Zum Wasser. Jetzt geradeaus. Oh Gott. Oh ja, das ist lustig. Aber ich kann jetzt nicht darauf achten, irgendwelche krassen Aufnahmen hier zu machen. Ja, höchste Anstrengung. Ja, inzwischen weiß ich jetzt auch, wie man den Kamerawinkel verstellen kann. Bin ich denn ganz? Ah, da sind wir. Ah. Gut, dann lass ich mal auf meine Hand landen. Hä? Einfach herfliegen lassen. Ey, ich kann das nicht auf meine Hand landen. Ja, das kannst du schon. Bis hierhin fliegen lassen. Weiter. Weiter. Mann. Nicht drehen, einfach zu mir fliegen lassen. Ich hab keinen Bock, Schutzkennen. Musst du nicht. Weiter. Oh. Weiter. Weiter, weiter. Etwas zu mir. Oh. Weiter. Nein, Mann, das ist doof. Weiter. Jetzt runter. Gedrückt halten. Nee, gedrückt halten. Runter. Glück gehabt. Da ist sie wieder, die Drohne. Gut gemacht. Nie wieder. Ja, hier auf dem Steg hat man eine eigentlich recht schöne Aussicht, aber es ist so heiß, dass man sich lieber in das heiße Auto setzen möchte. Ja, Temperatur geschätzt auf jeden Fall schon wieder über 30 Grad. Aber richtig schön hier. Aber John, der ist schon wieder auf dem Weg zur Klimaanlage, zum Auto. Gut, fahren wir weiter in Richtung Atlanta. So, eben noch in der freien Natur. Ja, wir stehen gerade, wir sitzen in einem stehenden Auto auf einem Parkplatz und wir stehen hier, gucken uns um, sehen Macy's und Dillard's. Bedeutet, es geht gleich in eine Mall. Stefans Lieblingsbeschäftigung. Ja, wir sind jetzt eine Stunde vor Atlanta und haben ein Hotel gebucht. Da können wir erst um 15 Uhr einchecken. Ist auch egal, können wir auch um 20 Uhr einchecken. Habe gedacht, um der Hitze zu entgehen ein bisschen und es ist jetzt 13 Uhr. Gehen wir mal in den Mall. Auf geht's. Ja, ob man es glaubt oder nicht, wir waren schon in der Mall drin. Jedoch wollte ich mal kurz an mein Handy greifen. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, warum. Das ist nun mal heute so. Man hat irgendwie immer das Bedürfnis, aufs Handy zu gucken. Aber war nicht in der Tasche. Wollte ich dann anbimmeln lassen. Jetzt kommt auch die Meldung, iPhone wurde zurückgelassen. Liegt wahrscheinlich noch im Auto. Und um mein Gewissen zu beruhigen, lieber nachgucken. Erstmal das Auto finden. Oh, Stefan sagt mit Finger. Der hat schon gefunden. Alter. Ist das? Nö. Es ist im Auto. Weil es ist komischerweise wieder verbunden mit der Uhr. Hallo.
Carbon. Was ist das? Ach. Es war sogar ziemlich gut versteckt. Hätte ich hier drin liegen lassen können. Uah. Ja. Stefan zeigt aufstehen. Gemütlichkeit ist wohl nicht erlaubt. In der Mall drin. Ich würde sagen, erstmal die untere Etage, weil unten ist es immer kühler als oben. Weil warme Luft steigt nach oben. Also eigentlich sind ja die Malls, die wir bisher besucht haben in diesem Urlaub und auch in Urlauben davor, immer gleich aufgebaut, haben auch die gleichen Läden, bis auf wenige Ausnahmen. Und da wissen wir schon ganz genau, wo wir was finden können und wo nicht. Ich kaufe sehr gerne diesen Old Navy Store ein. Ich habe schon gesehen, dass es auch so einen Store hier wieder gibt. Schauen wir dir jetzt zum GameStop. Gehen wir erstmal daran, weil der jetzt in, da vorne schon ist. Ja, früher waren Spiele auch mal irgendwie die Hauptausstellung hier. Inzwischen ist es nur irgendein anderer Krimskrams. Aber angucken kann man sich's, ja. Ja, das ist der aus dem neuen Film jetzt. Haben wir schon. So, den ganzen Urlaub habe ich immer schon überlegt, wo wir in der Mall waren, habe ich diesen Food Court hier gesehen, wo es Sushi gibt. Und da ja meine Leidenschaft für Sushi mal in den USA angefangen hat, nämlich in Washington, auf dem Bahnhof, das war ein Bahnhof, ja, habe ich mir gedacht, auch mal probieren hier. Und in dieser Mall wird sogar alles frisch zubereitet. Ich habe echt gedacht, das ist ja alles schon vorgefertigt. Das Teil hier heißt Rock'n'Roll. Mal sehen. Hammer. Oh. Richtig gut. Ja, sind wir hier bei Old Navy endlich angekommen. Habe ich auch mal ein T-Shirt gefunden, was mir auch mal gefallen würde. Mit Star Wars Motiv drauf, aber leider gibt es das nur in S und M. Und ich möchte gerne XL haben. Geschafft, einmal komplett durch die Mall zu laufen. Wir gehen jetzt wieder zurück zum Auto. Ja, wie war die Mall? War groß, abwechslungsreich, aber nicht so packend irgendwie. Für mich. Also ich kann nicht meckern, ich bin satt geworden. Hab zwar kein T-Shirt gefunden, leider, aber dafür Geld gespart. Und Sushi gehabt. Hotel sind zum letzten Hotel. Das wird nur das letzte Hotel sein.
37 Minuten noch und wir können dann auch pünktlich einchecken, weil wir haben es gerade 14.24 Uhr und ab 15 Uhr kann man einchecken und wir kommen dann voraussichtlich um 15.01 Uhr an, wenn es noch 37 Minuten dauert. Erstmal Luft holen nach dem langen Satz und ja, lustigerweise ist es genau das Hotel, ich weiß es gar nicht, was wir auch am ersten Tag in Atlanta gebucht hatten, also nur mit dem Unterschied, dass es jetzt nur noch ein Deluxe-Zimmer da war und wir in ein Deluxe-Zimmer einchecken. Also haben wir jetzt ein besseres Zimmer bekommen als beim ersten Mal, meinst du? Auf jeden Fall. Wie teuer war der ganze Spaß? Da es reduziert war, weiß ich es eigentlich nicht mehr so genau. Irgendwas mit 200 war es eigentlich und dann haben wir irgendwie richtig viel reduziert bekommen. Weiß ich nicht mehr. Haben wir schon verdrängt den Preis. Also irgendwo mit 140 war es, glaube ich, kann das sein? Irgendwie so, ja. Ja gut, es gibt nichts Billigeres in Atlanta, außer vielleicht ein Motel 6 oder sowas. Aber das wollten wir dieses Mal eigentlich auslassen, weil es die letzten Male immer eher eine Enttäuschung war als... Ja, wir haben gut geschafft, keinen einzigen Tag Motel 6. Nee, genau. Na, ich weiß noch, bei unserem ersten Roadtrip waren wir in einem Motel 6 mit Löchern auf dem Flur in der wie nennt man das, an der Decke? Das war echt runtergekommen. Das Decke war und dem Mäuse haben da gekriegt. Der letzte Laden war das, aber es gibt auch gute Model 6, das muss man ganz klar mal sagen, aber diesmal haben wir es ohne geschafft, das ist auch ganz gut so. Angekommen. Huch, fast alles rausgefallen, weil der Koffer noch offen ist. Ja, erstmal die Schnalle drum machen, aber lustig da zu sein, wo der Urlaub angefangen hat, weil ich kann mich noch erinnern, da haben wir unser Frühstück gegessen. So, kaum angekommen geht der Stress schon wieder weiter hier oder los. Jetzt müssen wir uns hier bei Air France, mit dem wir ja fliegen, von Atlanta nach Amsterdam. Kooperation mit Delta hier online einchecken. Was man echt mitnehmen darf, kein Beizmittel. Wozu brauche ich ein Beizmittel? Feuerwerkskörper oder Sprengstoffe? Abwehrgeräte oder kampfunfähig machende Geräte und Sprays? Giftstoffe, Babynahrung darf man auch nicht mitnehmen. So, und das bestätigen wir jetzt. Und ich habe schon heute Morgen gesehen, uns wurden schon Plätze zugewiesen. Und auf Deutsch gesagt, die beschissensten Plätze, die ich jemals gesehen habe, wir sitzen in der Mitte und dann auch noch in der Mitte. Also, ja. Es hat geklappt. Alle Passagiere, ihre Buchungen sind jetzt eingescheckt. Ihre Boardkarte ist jetzt verfügbar. Warum steht denn da? Stefan Mr. Mr. Becker. Ja. Bei mir steht dann John Dr. Becker mit einem Doktortitel. Zweimal Stefan Becker steht hier. Tut mir leid, du fliegst nicht mit. Ach, da. Sind da zwei Flüge, Mann. Ja, ja. Gut. Die Plätze, mal gucken, ob das so geblieben ist. Wo haben wir die Plätze? Ja, es ist so geblieben. Wie kann man sowas machen? Naja, egal. Gut. Irgendwer muss da ja sitzen. Ja, aber hätte man das nicht machen können, wenn das vier Plätze sind in der Mitte, macht man zwei und zwei. So sitzt neben dir jemand, den du nicht kennst, und neben mir jemand. Und wir sitzen in der Mitte. Bescheuert. Also wirklich bescheuert. So schön kuschelig. Kannst auch Pech haben. Ja, was sieht man da? Atlanta, ein bisschen Atlanta und graue Wolken. Wir hatten eigentlich vor zum Olympic Garden, heißt das, ne? Park, wo damals 1996 die Olympischen Spiele stattgefunden haben, wollten wir eigentlich hinfahren. Sah echt ganz gut aus, aber bei so einem grauen Himmel ist es natürlich trotzdem noch heiß, 31 Grad Fahrenheit. Ja. Aber es ist der Tag der Malls, es geht wieder in eine Mall. Ja, John möchte gerne Malls besuchen und warum auch nicht, ich habe da auch Lust zu. Er hat sogar so Lust dazu gehabt, dass er es vorgeschlagen hat, weil er keinen Bock auf Regen hat. Regen, ja, dicke Wolken sind hier auch. Wäre schon erfrischend. Was guckst du so? Wir haben doch den Luxus, ein Dachfenster zu haben. Kannst du auch so machen. Ach stimmt, ich sehe es über mir direkt. Ja, tatsächlich. Ja gut, wie lange dauert die Fahrt? 21 Minuten. Gut. Während wir auf dem Weg zur Mall sind oder mehr oder weniger im Stau stehen, können wir noch mal eben kurz so alles Revue passieren lassen. Was guckst du denn? Ich hab da oben was angeguckt. Ach so. Haben wir nur alles richtig gemacht mit unserem Roadtrip oder haben wir Fehler gemacht? War es ein Fehler, nicht alles vorzuplanen? Ich mache das nicht so gerne, dass ich alles schon
taggenau plane, wo ich übernachte, wo ich hinfahre. Weil wenn dann mal was nicht läuft, dann kann man was verpassen, obwohl man sich so viel vorgenommen hat. Und Spontanität finden wir eigentlich ganz gut, weil dann ist es auch noch so gespannt. Nicht so, morgen müssen wir das machen, übermorgen müssen wir dann da und da schon sein. Man kann einfach frei fahren. Wenn man noch auf dem Weg was entdeckt, kann man das mitnehmen. Genau, ich könnte also keinen Roadtrip machen, wenn ich das nicht diese Freiheit hätte, die ich so liebe, wenn man mit dem Auto durch die USA fährt. Man möchte sich an keinen Plan halten, wie bei der Arbeit oder in der Schule, sondern man möchte den Urlaub. Genau. Ja, gut, man hätte vielleicht noch, was ich jetzt so, das ist natürlich auch mit Kosten verbunden, vielleicht auch die Flugplätze für den Rückflug hätte man noch mal buchen können. Wir haben es gemacht für den Hinflug, das war ja okay. Ja, sonst fällt mir auch nichts ein, was man noch anders hätte machen können. Eigentlich war es ein gelungener Urlaub, oder nicht? Auf jeden Fall, war sehr, sehr, sehr gelungen. Also wir hatten zwar auch manchmal Momente, wo wir jetzt gesagt haben, gut, jetzt gucken wir mal da und da, haben nichts gefunden, aber wir im Endeffekt immer haben wir dann doch geschafft, den Tag auszuplanen. Und ich glaube, es gab keinen Tag, wo wir nur Auto gefahren sind. Obwohl einen, da sind wir ein bisschen länger gefahren, aber an sich, wir haben eigentlich jeden Tag perfekt ausgeplant gehabt, obwohl alles spontan war. Ja, muss ich auch sagen. Also das war gelungen und jetzt nähern wir uns hier, ne, die sieht man gar nicht mehr, die Skyline. Wie lange fahren wir denn noch? Noch 8 Minuten? 8 Minuten. Ach, der Kleine ist müde. Ist auch natürlich auch ein bisschen anstrengend, so ein Roadtrip, muss man sagen. Es ist kein Erholungsurlaub. Das ist schon mal ganz klar, weil man natürlich immer unterwegs ist. Man fährt viel Auto, muss man Lust zu haben. Eigentlich bin ich auch eigentlich lieber so ein Erholungsurlaub-Typ, aber in Amerika ist nochmal was anderes, weil hier sehe ich wirklich Sachen, die mich sehr, sehr interessieren und für die es sich lohnt, bergauf oder abzusteigen. Bei 40 Grad. 40 Grad haben wir ja selten gehabt, zum Glück. Das Schöne ist ja, wir brauchen gar nichts, weil ich brauche gar nichts. Ich gucke hier einfach nur und bin gar nicht darauf aus, irgendwas zu kaufen unbedingt. Wenn ich irgendwas sehen würde, würde ich noch irgendwas holen, so als am letzten Tag. Aber sehr schön relaxed, sag ich mal, hier in dieser Mall entlang zu gehen, ohne irgendwelchen Kaufdrang. Ja, bei mir ist es ähnlich. Allerdings entdecke ich ein paar Mal öfters was, was mir gefällt. Dann ist es schwierig, sich zurückzuhalten. Jetzt gerade kann ich mich aber zurückhalten bei dem Food Court hier, obwohl ich Hunger habe. Aber wir haben schon so ein paar Planungen gemacht und denen kann ich auf jeden Fall nicht widerstehen. Und dafür laufe ich hier hungrig durch die Mall. So, wie ist die Lage? Hunger. So, angekommen. Wir essen jetzt gleich. Wo sind wir erstmal? Im Longhorn Steakhouse. Hier waren wir schon mal essen und es hat uns echt überzeugt. Es ist echt sehr lecker hier. Und ja, jetzt sind wir überall fertig eingecheckt. Wir haben jetzt alle Tickets, alle Reisedokumente, die wir benötigen. Und naja, erleichtern tut es das Ganze, aber aus den USA nach Deutschland zu fliegen, das beansprucht immer einen kompletten Tag. Also man ist wirklich einen ganzen Tag nur am Fliegen, umsteigen einmal und ja, anstrengend ist es trotzdem. Obwohl, man kann ja auch Filme gucken oder schlafen während des Fluges. Aber erstmal essen und nur nicht an morgen denken. Ja, das ist hier sozusagen unser Abschiedsessen. Wir waren ja schon mal in dem Longhorn Steakhouse gewesen vor einigen Tagen. Hat uns so gut gefallen. Und jetzt haben wir das nochmal bestellt, dieses tolle Steak. Und sieht fantastisch aus. Und die Atmosphäre ist genauso toll. Also ich freue mich. Ein gelungener Abschluss, würde ich sagen. Thank you.
zitter schon. So sehr freue ich mich auf das Essen. Warum geht denn das hier nicht auseinander? So. Perfekt. Ja, wenn man eine Bedienung hat, muss man immer Tipp zahlen, den muss man selber ausrechnen. Das muss ich dann rechnen. 70 geteilt durch 100. 77 war das übrigens. Oh. 77 geteilt durch 100 mal 20 gleich $15,40. 40. Hä? $15,40. Ja, 40. Blendet ein bisschen alles, weil wir filmen hier drin gerade mit dem Handy. Man kann nicht mit jeder Kamera so gut drin filmen, weil es echt dunkel ist. Und das Blitzlicht ist die einzige Rettung hier, damit es nicht komplett rauscht. Ja, das ist irgendwo geblitzt, es heißt Gewitter. Aber der Regen hier ist einfach schön. Es ist erstens erfrischend, weil es so warm ist. Die Luft ist trotzdem echt warm, es ist so warm. Es ist richtig geil, es ist wirklich richtig geil hier, Regen, und vor allem, ich bin ein Fan von Gewitter, ich liebe Gewitter mehr als Sonne, ich bin halt so ein Mensch, keine Ahnung. Ja, bei mir sind ein paar Sachen komisch, aber ich finde es gerade echt angenehm, weil es ist nicht so, boah, kalt, das muss man sich irgendwo unterstellen, es ist einfach ein bisschen erfrischend, aber es ist gleichzeitig noch warm. Also wie so eine Whirlpool-Sache, man geht ja nicht da rein, um sich zu erfrischen, sondern um sich aufzuheizen. Jetzt ins Auto, weil auf dem Parkplatz bin ich hier der höchste Spannungspunkt irgendwie, habe ich gelesen, und dann kommt der Blitz hier. Das war eine Heimfahrt, kann ich sagen. Wir haben so gut wie nichts mehr gesehen. Die Straße wurde echt zum Fluss. Wenn wir zurückfahren, ich stehe falsch eingeparkt. Und ja, was soll ich sagen? Man konnte nichts sehen. Und links und rechts, wenn wir gefahren sind, das Wasser nur so weggespritzt. Und das immer noch in der Stadt. Ja, hätten wir Shampoo jetzt hier, dann könnten wir draußen duschen. Schönes Schauspiel, sitzt man hier schön im Warm. Es sind immer noch über 20 Grad, also. Und jetzt erstmal noch mal den Rest vom kühlen Bier. Ja, schön. Und interessant. So, der Tag der Abreise ist gekommen. Es ist jetzt, wir haben ein bisschen geschlafen heute, 9 Uhr. Die Koffer haben wir nochmal alle komplett neu gepackt. Und ich musste mit Erstaunen feststellen, was man so alles vergisst. Wo habe ich denn jetzt gelassen? Übrigens habe ich da Tüten mitgenommen, Plastiktüten, weil die sind ja in Deutschland verboten. Da haben wir uns erstmal mit eingedeckt. Aber hier habe ich was gefunden. So Sachen, Karten und sowas von der Reise. Ich weiß nicht mal mehr, was einige Sachen hier sind. Vermont, was war das? Ich weiß es wirklich nicht mehr.
Und dann gab es hier irgendwas noch mit dem Cooper State Park, habe ich einfach noch entdeckt hier. Daran kann ich mich noch erinnern. Cooper State Park, aber ich weiß aber nicht mehr, wie es da aussah. Das weiß ich echt nicht mehr. Da bin ich echt froh, dass wir die ganzen Videoaufnahmen und die Fotos haben. Da war der See. Ja, ein See, ja. Ich weiß echt nicht mehr. Cooper Lake, das stimmt. Cooper Lake. Naja, so sah es aus. Wir werden da wohl lang gewandert sein, vermute ich. Ich weiß es echt nicht mehr. Auf jeden Fall freue ich mich echt schon, auf die ganzen Aufnahmen zu sehen. Und die Plastiktüten in unserem Vorrat aufzunehmen. Und wir haben noch was, was in Deutschland verboten ist, was wir mitnehmen werden. Plastikbesteck. Jede Menge. Darf man, soweit ich weiß, in Deutschland nicht mehr ausgeben im Restaurant oder kaufen. Im Restaurant gibt es eh kein Plastikbesteck. Oder verkaufen. Ja. Ich hoffe, es überlebt den Flug. So, ja. Shampoo vergessen einzupacken, so ist das. Aber draußen, das Wetter kann schon mal zeigen, ist heute ein bisschen bewölkt. Wie immer, wenn wir abreisen. Und da tropft auch ein bisschen Regen vom Dach. Zeig mal unser Auto, wo es steht. Das ist unser Auto. So. Hört sich doof an, aber jetzt eigentlich nur noch Zeit vertreiben bis zum Flug, obwohl man die Zeit ja noch genießen möchte. Und da wir noch Zeit haben, gehen wir jetzt noch ein bisschen hier durch die Nachbarschaft von unserem Motel in Atlanta. Das ist nämlich wunderschön hier, was hier für tolle Häuser sind. So wie man sich das vorstellt, wenn man an eine amerikanische Vorstadt denkt oder so, oder? Ja, es ist, also die Häuser hier haben ja einen ganz anderen Baustil als in Deutschland. In Deutschland muss immer so alles so einheitsgemäß sein. Also hier können die ja wirklich auf ihr Grundstück ballern, was sie wollen, ohne dass sich da irgendwer einmischt. Das sieht richtig toll aus. Könnte ich mir wirklich vorstellen zu wohnen. Wahrscheinlich wohnen hier aber nur die, die richtig viel Geld haben. Das ist eine der besten Wohngegenden, die ich hier in den USA bisher gesehen habe. Und die Häuser. Doch, weißt du nicht noch, war auch hier in der Nähe von Atlanta. Da war doch auch so eine Wohngegend. Da waren die Häuser aber noch das Zehnfache fetter. Ja, fetter nicht, aber hier sind alles schon mal fast alles Steinhäuser. Und auch die Holzhäuser sind alle hochwertiger als die, die man sonst so kennt, wenn wir so durch die Gegend gefahren sind. Das muss schon hier eine wirklich gute Wohngegend sein. Und es ist auch alles bewacht von irgendwelchen Sicherheitsdiensten, die zwar nicht hier vor Ort sind, sondern stecken überall im Garten solche Schilder, wo dann steht, wer für Sicherheit zuständig ist. Jetzt sind wir in der Downtown von Atlanta. Und haben mal eben ausgerechnet, wie viele Meilen wir so zurückgelegt haben. Das waren über 7600 Meilen. Und erstaunliche Zahlen, muss ich mal sagen. Aber gut, war ein Roadtrip. Und jetzt haben wir mal geguckt, zum Flughafen sind es von hier aus, wo wir unser Auto abgeben müssen, noch 14 Minuten. Aber vorher noch ein Highlight, nämlich Wendy's. Hoffentlich ein Dave's Triple. Wie weit ist es noch bis dahin? Ich glaube 8 Minuten. Wir machen das gerade mit einem anderen Navigator. Wir nehmen eigentlich immer Karte. Von Apple? Von Apple. Jetzt machen wir mal Google, weil wir bei Karte schon ein anderes Ziel gerade eingespeichert haben, was wir noch brauchen. Die Autorückgabe. Genau, so. Fahren wir erstmal mit Google zum nächsten Wendy's. Aber ich glaube, da gibt es noch Frühstück. Wir müssen noch eine halbe Stunde warten. Machen wir aber gerne. Und tanken müssen wir auch noch. Wir können vielleicht vorher nochmal tanken. Das ist eine gute Idee, oder? Tanken wir vorher, dann Wendy's, dann Auto abgeben. Und dann mal weitersehen. Ja, wir haben es geschafft. Also wir sind bei Wendy's angekommen jetzt. Wer wirklich mit dem Google Maps Auto fahren kann, krass. Hut ab. Wir hätten hätten wir den Roadtrip nicht schaffen können. Also das ist ja ganz furchtbar gegenüber dieser Apple-Karte. Ich kann es wirklich jedem ans Herz legen, der Google-Dings verwendet.
war das so billig gemacht. Ich meine, man kann gar nicht erkennen, welche Straßen das sind. Das Auto ist fetter als ein Haus und man weiß gar nicht, wo man ist. Also wirklich, mal Karten von Apple ausprobieren, das ist echt... Ja, wer Apple hat, wer natürlich nicht Apple hat, kann auch das nicht ausprobieren. Aber das ist wirklich grottig, muss ich sagen. Da hat Apple einen guten Dienst geleistet mit der Karten-App. Da sind wir auch super mit klargekommen. Es gab ein, zwei Situationen, wo es mal nicht hundertprozentig gestimmt hat, aber... So, jetzt haben wir es 5 vor 11. Ab 11 gibt es kein Frühstück mehr, dann können wir da reingehen und nochmal so einen richtig leckeren Burger verspeisen. So lange können wir noch hier drin im Auto chillen. Genau, mit Klimaanlage an. Also irgendwie, ich verstehe das nicht, entweder sind wir doof, aber schon wieder bei Wendy's und es steht von 9 Uhr morgens bis 8 Uhr abends, aber Tür ist zu. Leute sind drin, lächeln einen an, aber Tür ist zu. Mitarbeiter sind drin und lächeln einen an. Was ist jetzt der Plan? Wir haben einen anderen Wendy's eingegeben, hier war irgendwie nur Drive-In offen. Keine Ahnung, was das soll, also Stühle waren drin, alle auch aufgestellt, also ich glaube, die haben ja alle keinen Bock zu arbeiten. Das glaube ich nicht, dass es daran liegt. Ich glaube, das liegt an irgendwelchen anderen Sachen, ob die vielleicht nur erst um 11 aufmachen, wir waren jetzt 5 vor 11 da. Ich verstehe es auch nicht, ist auch wurscht. In 8 Minuten gibt es den nächsten Wendy's. So, Essen ist noch nicht da, aber wir sind jetzt drin in einem Wendy's und haben auch schon bestellt und ja, ich bin jetzt gespannt. Ich habe jetzt Fanta Pfirsich bestellt. Boah, eigentlich ist es schon ein Fehler, das immer zu probieren, weil man vermisst es dann in Deutschland. Geil. Und das in Georgia, wo auch auf dem Nummernschild ein Pfirsich ist. Peach State. Und ich werde jetzt dieses Ding hier gleich leeren zum Essen und werde mir dann auch so einen Peach Fanta nochmal holen, damit ich auch weiß, wie der schmeckt. Sieht auf jeden Fall nicht so gesund aus, aber dies sieht auch nicht gesund aus, aber er schmeckt. Oh, wahrscheinlich mehr Zuckerwürfel drin als Eiswürfel. Und ich habe auch schon vorgesorgt und mitgedacht, mir schon mal den Ketchup geholt für die Pommes gleich. Here you go. Ketchup? Jetzt, was ist was? Leider nur ein Double. Triple gibt's ja nicht. Warte. Traurig aber war der letzte Burger in den USA. Das reimt ihr sogar. Ja. Der Baconator oder Nator. Baconator. Lecker, lecker. Ich probier gleich. Insta-Bild ist schon gemacht, aber Be-Real-Bild muss auch noch gemacht werden. So ein Stress. So, habe mir auch mal so eine Fanta Peach geholt jetzt. Das schmeckt wirklich sehr lecker, muss ich sagen. Aber ob es das Beste jetzt war, aber es fehlt zu den Favoriten, muss ich mal sagen. Gute Idee, John, das mal zu nehmen. Neuer Geschmack und neuer Geruch. Das riecht total nach Pfirsich. So, Autorückgabe ist hier alles ganz chillig, außer der Druck, den man hat, während dahin zu fahren, weil wenn man sich einmal verfährt, muss man alles neu fahren. Auto steht hier, Schlüssel sind drin, alles ausgepackt, ab zum Terminal. So, wo wir jetzt stehen, hinter uns, hat unsere USA-Reise vor über 2 Wochen begonnen, da haben wir nämlich unser Auto in Empfang genommen. Und jetzt geht es den ganzen Weg rückwärts. Ich habe eben gesehen, wir müssen glaube ich noch eine Etage höher. Ja, da sind die Shuttle-Bahn, genau. So, ja, wollen wir sehen. Bisher verlief alles gut. Hoffen wir, dass es so bleibt. Ja, dann mal los. Thank you.
das erste Problem, was zu trinken bestellt und hier fängt es an, Pappstrohhalm. Noch habe ich Ferien und möchte nicht den Geschmack von Schulbüchern schmecken und ich war schlau, habe mir von Wendy's noch einen schönen, schönen Plastikstrohhalm mitgenommen. Schmeckt gleich viel besser. Wir haben jetzt den Sicherheitscheck überwunden, haben unser Gepäck abgegeben und jetzt kann ich zum letzten Mal meinen Hut tragen in den Vereinigten Staaten und trinke ein leckeres Fassbier. Es steht zwar drauf Samuel Adams, aber es ist ein Boston Lager vom Fass. Ich sage mal Prost. Kann das sein, dass du den Hut falsch rumträgst? Ich meine, die Nummer, die Hutnummer, die Größe ist ja wohl hier. Meinst du, wie rum trägt man den Hut denn jetzt? Du hast ihn richtig getragen, Entschuldigung. Ja, dann laber doch nicht. Wenn ich damit nicht auskennen würde im Laufe der Zeit. Cheers. So, wir warten jetzt nur noch darauf, dass das Gate aufmacht. Und ja, ich würde sagen, dann melden wir uns erst in Amsterdam wieder. Weil wir versuchen beim Flug möglichst viel zu schlafen, um ein nicht allzu starkes Jetlag zu erleiden. Ja, und uns somit an die deutsche Zeit ein bisschen anzupassen. Also, bis dann. Stunden später, Ankunft in Amsterdam. Wie war der Flug? Ja, hat sich nicht so lange angefühlt. Eigentlich ganz chillig gewesen, nur mein Screen war kaputt. Ja, mein Screen war nicht kaputt. Ich habe mir sogar zwei Filme angeguckt. Der eine hieß Evil Dead Rising. Der vierte Teil von dieser Evil Dead Reihe, meines Wissens nach. Und ich wundere mich, dass dieser Film im Flugzeug gelaufen ist. Ich habe selten so einen harten Horrorfilm gesehen, ehrlich gesagt, mit solchen Effekten. Also war richtig, richtig gut. Dann habe ich noch einen zweiten Film geguckt. Das war 17 Again. Weiß nicht genau, wie der in Deutschland heißt. War schon ein bisschen älter. Der war auch sehr gut. Und dann Super Mario Bros. Habe ich abgebrochen. Das war nichts für mich. Und wir suchen jetzt unser Gate. Das da wäre B20. B20, genau. So. Jetzt haben wir noch 3 Stunden Aufenthalt hier in Amsterdam, bis es nach Bremen weitergeht. So, wir sind jetzt in den nächsten Flieger eingestiegen, in den letzten. Der ist etwas kleiner. Ja, genau, wenn ich was erzählen will. Also, wir mussten dafür rausgehen, weil es ein etwas kleinerer Flieger ist, mit so einer Treppe. Und ja, die erste Luft, die wir jetzt seit Stunden spüren. Und ja, nicht feuchte Luft, aber kalte Luft. Da muss man sich wieder dran gewöhnen.
So, zu Hause angekommen. Wir sind mit dem Taxi gefahren, weil die Bahn hatte zu lange gebraucht. Auf jeden Fall, der Urlaub ist leider zu Ende. Das Video auch. Wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren und dann bis zum nächsten Video aus Deutschland. Tschüss.